Lust, nachher noch ein bisschen shoppen zu gehen? Schlussverkauf. Ich brauche dringend neue Sachen. Ich würde wahnsinnig gerne, aber es ist unmöglich. Ich bin dermaßen im Minus. Das mit den Aufträgen war nicht besonders üppig in letzter Zeit. Ich verstehe das nicht. Dabei schreibst du so gut. Ja, ich habe mir mein Leben als freie Journalistin auch einfacher vorgestellt. Du hättest schon längst mal eine richtig gute Festanstellung verdient. Ja, aber offensichtlich wartet die Welt nicht auf meine Reportagen. Na gut, guck mal, aber immerhin hast du zu tun. Es gibt so viele Journalisten, die haben nichts zu tun. Die sind arbeitslos. Du kriegst deine Chance noch, ganz sicher. Bei einem fixen Monatsgehalt lässt sich das leicht sagen, danke. Darf es noch etwas sein, meine Damen? Nein, danke. Doch, bitte. Noch ein Kuchen. Entschuldige. Mhm. Berger? Ja? Morgen um 10 Uhr. Ja, das geht. Bis dann. Dein Chef? Was? Naja, sagt er etwas für mich. Na bitte. Entschuldigung, ich nehme doch noch einen Kuchen. Mhm. Was? Kennen Sie Philipp Mertens? Von der Schmuckdynastie Mertens. Genau. Philipp Mertens gehört zu Österreichs Superreichen und er scheut die Presse wie der Teufel das Weihwasser. Gerüchten zufolge will er sich mit Julie Warenberg verloben. Das ist die Erbin des Sektherstellers Warenberg. Die Verlobungsfeier findet angeblich am Millstätter See statt, wo die Mertens-Familie ihre Sommerresidenz hat. Und ich soll darüber berichten? Das ist das Ziel. Das Problem aber ist, dass man an Philipp Mertens normalerweise nicht herankommt. Normalerweise heißt was? Ja, als Reporter hat man auf jeden Fall keine Chance. Als was denn? Ich verfüge zum Glück über ein paar sehr hilfreiche Kontakte und deshalb weiß ich, dass Philipp Mertens eine Kinderfrau für die Ferien sucht. Und? Ja, ganz einfach. Sie werden die Kinderfrau. Und? Was wollt ihr? Vielleicht sind wir bald Kolleginnen. Will er dich fest anstellen? Vorher muss ich noch was anderes für ihn erledigen. Sagt dir Philipp Mertens was? Ja klar, Mertens, das Phantom. Ich glaube, unser letztes Foto von ihm ist mindestens 10 Jahre alt. Er wird sich verloben. Ich soll mich als Kindermädchen bei ihm einschleichen und von der Verlobung berichten. Typisch Wagner. Wie kommt er gerade auf dich? Ich habe noch nie was in der Art gemacht. Mich kennt einfach niemand. Also jetzt versteh mich nicht falsch. Ich finde es super, wenn du bei uns anfängst, aber... Ja? Eigentliche Ziele, Feuilleton, Tageszeitung, deine Träume und so weiter? Ja. Ich habe mir das abgeschminkt. Ich muss ja auch von was leben. Und wenn das funktioniert, dann bin ich in Zukunft für euch für die Kultur zuständig. Ist ja auch okay. Entschuldigen Sie, ich habe nicht aufgepasst. Nein, ich muss mich entschuldigen. Haben Sie sich verletzt? Nein. Sicher nicht. Oh. Schlimm? Naja, ich... Hier. Danke. Ich müsste eigentlich gleich einen guten Eindruck machen. Das werden Sie auch so schaffen, da bin ich mir sicher. Ach, behalten Sie es. Danke. Nein, Sie müssen das nicht machen. Nein, nein, so viel Zeit muss sein. Danke. Darf ich? Rilke? Ja. Der einzig wahrhafte Lyriker. Ja. Haben Sie ein Lieblingsgedicht? Ja. Welches? Mehrere. Naja. Sagen Sie mir eines? Ich soll jetzt hier ein Gedicht aufsagen? Ja, warum nicht? Nenne ich dich Aufgang oder Untergang, denn manchmal ist mir vor dem Morgen bang und greife scheu nach seiner Rosenröte. Oh. Ich muss leider... Ja, richtig, einen guten Eindruck machen. Genau. Danke. Drücken Sie mir die Daumen? Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich mach's gerne. Viel Glück. Ja. Aufpassen. Ja.
Berger. Danke. Sie haben also im Ausland als Kindermädchen gearbeitet? Ja. Ich war lange Zeit in Australien und habe dort eigenständig 3 Kinder betreut. Sie haben Germanistik und Französisch studiert. Guter Schulabschluss, gutes Diplom. Wir suchen aber keine Germanistin, sondern ein Kindermädchen mit exzellenten Referenzen. Und die haben Sie nicht. Ich bin mir absolut sicher, dass ich den Anforderungen gerecht werde. Ich mag Kinder und bin absolut zuverlässig. Das ist die Grundvoraussetzung für diese Arbeit. Weder sportlich noch musikalisch besondere Qualifikationen. Ich dachte, es geht darum, 2 Kinder während der Ferien zu betreuen. Kinder einer namhaften Familie, die höchste Ansprüche an ihr Personal stellt. Das ist nicht einfach irgendein Babysitterjob. Das haben Sie deutlich gemacht. Den Australiern sagt man ja eher laxe Umgangsformen nach. Das ist hier ganz und gar unerwünscht. Ja, bei Ihnen gilt bestimmt noch das spanische Hofzeremoniell. Entschuldigung. Die Familie legt größten Wert auf formvollendete Manieren. Mhm. Lassen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen hier. Wir werden uns dann bei Ihnen melden. Guten Tag, Herr Mertens. Peters. Wie war der Vorstellungsmarathon? Absolut erfolgreich. Ich habe 3 Damen in die engere Wahl gezogen. Sie erfüllen alle erwarteten Anforderungen und haben erstklassige Referenzen. Ach. Frau Berger hatte ich eigentlich aussortiert. Es gibt geeignetere Bewerberinnen. Verstehe. Nehmen Sie sie trotzdem. Ja. Ich fasse es nicht. Es war meine große Chance und ich habe es vermasselt. Noch haben Sie den nicht abgesagt. Du hättest mal sehen sollen, wie dieser Typ mich abgefertigt hat. Das ist der Buckingham Palace, ein kuscheligeres Plätzchen als die Mertens Villa. Stopp, stopp, stopp. Na gut, okay, aber für einen festen Job in der Redaktion hätte man das schon mal machen können, oder? Ja, jetzt muss ich eine andere Mary Poppins von ihm knechten lassen. Sei nicht so negativ, vielleicht bist du noch im Rennen. Hallo? Entschuldige. Und was denkst du? An Rilke. Nein. Kennst du das? Bist du schon mal jemandem begegnet, bei dem du sofort das Gefühl hattest, dass... Ja? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich lausche. Nein. Schieß los. Vergiss es. Entschuldige. Berger? Gut. Danke. Sie haben zugesagt. Glückwunsch! Willkommen in der Villa Mertens, Frau Berger. Ich bin Elisabeth Meyerhofer, die Haushälterin, aber sagen Sie einfach Elisabeth. Und ich bin Karl Marek, der Butler. Ich kümmere mich um alles hier. Ich bin Jana. Gott, ist das schön hier. Ja, es ist wirklich ein kleines Paradies. Wenn Sie ausgepackt haben, dann zeige ich Ihnen alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich ruhig an mich. Ich werde Ihnen alles erläutern. Ich werde Ihre Hilfe bestimmt benötigen. Ja, Karl hat alles im Griff. Ihre Schützlinge sind bereits gestern Abend angekommen. Sie sind also praktisch schon im Dienst. Oh,
Darf ich ihr vielleicht vorher noch ihr Zimmer zeigen? Selbstverständlich. Kommen Sie. Mit den Kindern mache ich Sie dann später bekannt. So, das wäre Ihr Reich für die nächsten Wochen. Packen Sie rasch aus, dann zeige ich Ihnen alles Übrige. Bin in der Küche. Danke. Und Sophie. Und das ist Jana, euer neues Kindermädchen. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Hallo, ihr zwei. Ich freue mich, euch endlich kennenzulernen. Hallo. Was macht ihr denn normalerweise als erstes in den Ferien? Schwimmen gehen? Ja, ich lasse euch dann allein, damit ihr euch in Ruhe beschnuppern könnt. Ach, hier ist noch eine Liste für Sie mit Ihren Aufgaben und dem Lern- und Sportprogramm für die Kinder. Unser letztes Kindermädchen war schon nach 2 Wochen wieder weg. Warum? Was war mit ihr? War sie krank? Lange bleibt keine bei uns. Wollen wir ein Kennenlernspiel machen? Kinderkram. Du weißt doch noch gar nicht, was ich vorhab. Wir mögen keine Spiele. Ah. Was mögt ihr denn? Ich sag lieber, was wir nicht mögen. Autoritäre Kindermädchen. Lassen Sie uns in Ruhe, dann verstehen wir uns. Ich fürchte, das wird schwierig werden. Wir wollen keinen Babysitter. Komm, Sophie. Sie ist wie alle anderen. Das ist ja ein Mammutprogramm für die Kinder. Ich dachte, die Ferien wären zur Erholung da. Die Liste hat Philipp Mertens Mutter aufgestellt. Sie kommt übrigens morgen. Und was ist mit der Mutter der Kinder? Die ist tödlich verunglückt. War ein schrecklicher Verlust für alle. Und der Vater, kümmert er sich nicht? Doch, ja. Aber er hat viel zu tun. Ich habe ihn noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Wie ist er denn so? Sie können sich bald ein eigenes Bild von ihm machen. Aber Sie sind schon so lange bei der Familie. Sie kennen doch bestimmt alle Geheimnisse. Ja, ich bin schon so lange in der Stellung, weil ich die Geheimnisse für mich behalte. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht zur Indiskretion verleiten. Ich bin nur ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn man seine Pflichten erfüllt, ist das Arbeitsklima hier angenehm. Darf ich Ihnen noch diese Aufstellung übergeben? Die habe ich schon. Das gehört aber nicht zu Ihren Aufgaben, Elisabeth. Karl, Sie sind immer so beschäftigt. Ich wollte Sie nur ein bisschen entlasten. Wenn ich noch anmerken dürfte, die Familie legt größten Wert auf äußerste Diskretion. Verschwiegenheit ist oberstes Gebot für alle Angestellten. Selbstverständlich. Und vor allen Dingen nie ein Wort zur Presse. Reden Sie einfach mit niemandem Außenstehenden über die Interna dieses Hauses. Ich werde es mir merken, Karl. Nenne ich dich auf? Oder Untergang. Denn manchmal bin ich vor dem Morgen bang und greife scheu nach seiner Rosenröte. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin neulich bei unserem kleinen Fahrradunfall nicht dazu gekommen, mich vorzustellen. Ich bin Philipp Mertens. Jana Berger, ich bin die Kinderfrau Ihrer Kinder. Ich weiß. Herzlich willkommen. Danke. Thank you.
Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich wollte mir nur eine Flasche Wasser holen. Normalerweise schlafen alle schon um diese Zeit. Deswegen habe ich nachgesehen. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht stören. Fühlen Sie sich wohl bei uns? Ja, ich bin sehr komfortabel untergebracht, danke. Gut. Wie schön das alles hier ist, brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Das freut mich. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Ach, unser Gespräch über Rilke müssen wir fortsetzen. Ja. Sicher. Ich wollte Sie auch gerade anrufen. Und, wie läuft es denn so bei den Schönen und den Reichen? Das Haus ist ein Traum, aber ansonsten, naja, der Butler ist ein Stockfisch und die Kinder wollen mich auflaufen lassen. Damit wären Sie doch fertig. Und Philipp Mertens? Kann ich nicht sagen, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Die Haushälterin scheint mir recht mitteilsam zu sein, aber sie steht natürlich unter der Fuchtel von diesem Stockfisch. Und der ist so diskret, er würde dir nicht mal die Uhrzeit verraten. Sie schaffen das schon. Was ist mit Julie Warenberg? Er wird in den nächsten Tagen erwartet. Dann wird's bestimmt spannend. Heute kommt erstmal die Mutter. Mein Gott, bin ich lang nicht hier gewesen. Herzlich willkommen, Frau Mertens. Karl, schön, Sie wieder hier zu haben, gnädige Frau. Schön, euch alle gesund wiederzusehen. Philipp. Mutter. Du, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über deine Nachricht gefreut habe. Ja, jetzt komm doch erst mal rein. Hm? Das klingt doch schon ganz schön. Wetten, du kannst überhaupt nicht Klavier spielen? Stimmt, aber weißt du was, ich kann den Flohwalzer spielen. Zeig mal. Vierhändig? Du bist schon wieder gewachsen. Du musst mir nachher alles erzählen, was Neues in der Schule gibt. Das ist sehr laut. Das ist der Flohwalzer, Oma. Ich kenne den Flohwalzer, Schätzchen. Aber den musst du doch wohl kaum noch üben. Das neue Kinderfräulein nehme ich an? Jana Berger. Hm, Fräulein Berger. Ich habe etwas Migräne von der Fahrt. Können Sie vielleicht die Klavierstunde auf später verschieben? Natürlich. Sagen Sie, ich habe eine Aufstellung gemacht, aus der Sie das Programm der Kinder sehen können. Haben Sie die bekommen? Ja, habe ich. Aber ehrlich gesagt finde ich das Programm ein bisschen üppig. Die Kinder sollen sich in den Ferien doch auch erholen. Ich muss das zwar nicht mit Ihnen diskutieren, aber auf meine Enkel kommen später mal Aufgaben zu, auf die sie optimal vorbereitet sein sollen. Worum geht's denn? Hallo. Um die Aufgaben der Kinder. Jana sagt, wir sollen uns in den Ferien erholen. Na ja, da hat sie ja nicht gerade Unrecht. Was sind denn das für Aufgaben? Ich habe wie jedes Jahr eine Aufgabenliste geschrieben, aus der der Tagesablauf der Kinder zu ersehen ist. Darf ich mal sehen? Bitte. So, das scheint mir etwas feriengerechter. Du weißt am besten, was für deine Kinder richtig ist. Ich kann ein neues Stück, Papa. Soll ich es dir vorspielen? Später, mein Schatz. Ich muss noch telefonieren, ja? Bis gleich. Was haltet ihr davon, wenn wir schwimmen gehen? Philipp? Hm? Ah, Entschuldigung. Wie findest du den hier? Das könnte ein richtiger Klassiker werden. Das war nicht unser neuer Designer, den habe ich entworfen. Hast du für sowas noch Zeit? Eigentlich nicht. Aber es macht mir Freude,
Mehr als jede Vorstandssitzung. Ist der für Julie? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nein, also wie ich Julie kenne, wird sie einen Diamantring vorziehen. Und es müsste ein Unikat sein. Ja. Ein Entwurf von dir würde sie sicher begeistern. Sicher. So, und jetzt trinkst du Tee mit mir und erzählst mir alles über die Verlobung. Ja. Ich bin so froh, dass du dich endlich dazu entschlossen hast. Mit Julie wirst du sicher glücklich werden. Ja, das denke ich auch. Du hast lange genug um Charlotte getraut. Und es ist auch für die Kinder eine gute Entscheidung. Sie brauchen ein geregeltes Familienleben. Hast du es ihnen schon gesagt? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie reagieren werden. Sprich mit ihnen. Vielleicht brauchen sie ein bisschen Zeit, aber du wirst sehen, sie werden Julie schneller akzeptieren, als du denkst. Sophie? Papa, muss ich da mal gefragt. Wir sind völlig egal. Sowas darfst du nicht denken. Er hätte bestimmt noch mit euch geredet. Früher war es so schön, als Mama noch da war. Seitdem sie tot ist, ist alles anders. Papa ist ständig unterwegs und hat nicht einmal eine Ferienzeit für uns. Wir kriegen nur ein blödes Kindermädchen nach dem anderen. Du bist gar nicht so blöd. Danke. Und jetzt will er einen Juli heiraten. Wahrscheinlich hat er Mama schon längst vergessen. Das glaube ich nicht. Ist das deine Mama? Darf ich? Bist du das? Sie sieht schön aus. Weißt du, wenn man ganz fest an jemanden denkt, und den nicht vergisst, dann ist er eigentlich gar nicht wirklich tot. Meine Mutter ist gestorben, da war ich ungefähr so alt wie du. Und ich denke immer noch jeden Tag an sie. Gehst du das nächste Mal mit mir zu meiner Mama auf den Friedhof? Wenn du das gerne möchtest. Oh. Entschuldigung, ich wollte gerade gehen. Nein, nein. Bleiben Sie. Leisten Sie mir Gesellschaft. Jetzt habe ich nur ein Glas. Wollen Sie? Gern. Dieser Ort hat wirklich etwas Magisches. Mhm. Als Kind war ich mir sicher, dass es hier Geister gibt. Wassergeister. Dann saß ich hier stundenlang, hab gewartet. Aber aus verständlichen Gründen nie ein zu Gesicht bekommen. Haben Sie dafür gesorgt, dass ich eingestellt wurde? Natürlich. Ich hatte noch nie eine Kinderfrau, die sich für Rilke interessiert. Darf ich? Bitte. Erzählen Sie von sich. Wie sind Sie aufgewachsen? Anders als Sie. Meine Mutter und ich, wir hatten nicht viel Geld.
Sie hat immer versucht, mich das nicht merken zu lassen. Leider ist sie früh gestorben. Vermisst sie immer noch. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Guten Morgen, Frau Warenberg. Hatten Sie eine gute Fahrt? Guten Morgen. Herzlich willkommen, Frau Warenberg. Danke. Ich wollte schon früher hier sein, aber ich hatte noch viel in der Firma zu erledigen. Oh, schön, wieder hier zu sein. Ich werde sofort Ihr Gepäck aufs Zimmer bringen. Das ist sehr nett, danke. Kann ich Ihnen eine kleine Erfrischung anbieten, Frau Warenberg? Ah, später, Elisabeth, danke. Ist Herr Mertens da? Herr Mertens hat Geschäftsbesuch. Ich darf keine Gespräche durchstellen. Aha, und Frau Mertens? Frau Mertens ist in den Ort gefahren. Sie kehrt heute Nachmittag zurück. Gut, dann nehme ich doch einen Kaffee auf der Terrasse. Bringe ich sofort. Frau Mertens hat uns über Ihre bevorstehende Verlobung informiert. Darf ich Ihnen im Namen des Personals herzliche Glückwünsche übermitteln? Danke. Herzlichen Glückwunsch, Frau Warenberg. Sehr freundlich. Das noch. Hallo! Na, Kinder? Wie ist das Leben in den Ferien, huh? Ah, hallo. Sind Sie das neue Kindermädchen? Ja. Das ist Juli, Papas Freundin. Ich dachte, ihr habt Französisch in der Schule. Da könnt ihr doch die Aussprache meines Namens gleich üben. Julie. Julie. Genau. Ich muss noch Klavier üben. Komm, Jana. Sie entschuldigen uns. Bitte. Philipp Mertens und Frau Warenberg essen heute außerhalb. Sie sind mit den Kindern allein. Seitdem ich hier bin, hat er nicht ein einziges Mal mit den Kindern zu Abend gegessen. Ja, mein Gott, hat halt viel zu tun. Mir tun die Kinder leid. Die haben gar nichts von ihrem Vater. Nein, 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 das stimmt nicht. Philipp liebt seine Kinder. Dann soll er es ihnen zeigen. Ja, so richtig in die Arbeit vergraben hat er sich erst nach dem Tod seiner Frau Charlotte. So ein schwerer Schicksalsschlag ändert eben vieles. Dass er jetzt wieder heiratet, ist bestimmt gut für die Kinder. Wann ist denn diese Verlobungsfeier? Am 14. Richtig großes Fest? Oh ja, das hat Frau Mertens schon überall verkündet. Sie ist so glücklich über diese Beziehung. Also ist Frau Warenberg Ihre Wunschkandidatin? Absolut. Sogar noch standesgemäßer als die verstorbene Frau Charlotte. Standesgemäß klingt so altmodisch. Eher vernünftig. In diesen Kreisen heiratet man unter sich. Herkunft und Tradition sind wichtige Gemeinsamkeiten. Ja, und goldene Kreditkarten. Das trifft eher auf diese neureichen Aufsteiger in der Klatschpresse zu. Ja, 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 ja. Unser Herr Karl. Karl ist ein Snob, Jana. Das dürfen Sie nie vergessen. Ich möchte nur nicht in einem Haushalt arbeiten, wo das Personal bessere Manieren hat als die Herrschaften. Da hören Sie's. Die große Verlobungsfeier findet am 14. statt. Weitere Einzelheiten werde ich bestimmt bald in Erfahrung bringen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ihr mich mit dieser Verlobung macht. Ihr seid ein so schönes Paar. Und ihr passt wunderbar zusammen. Ich wusste ja schon mit 18, dass wir zusammenpassen. Ach. Hm? Hab lange gebraucht, ihn umzukriegen. Bis jetzt dachte ich immer, ich hab dich erobert. Hm? So kann man sich täuschen. Müsst euch umziehen. Euer Tisch ist für 8 bestellt. Na gut. Dein Sohn war ja noch nie besonders vergnügungssüchtig. Daran muss ich noch arbeiten. Wenn es jemand schafft, dann du. Viel Spaß, Kinder. Wo geht er hin? Wir gehen noch aus. Du wolltest aber heute Abend mit mir Schach spielen. Das habe ich vergessen. Wir spielen morgen, okay? Klar, sie ist ja auch immer wichtiger. Hey, Leon, Vorsicht. Lass ihn doch. Du hast es ihm versprochen. Ich habe gesagt, wir spielen morgen, okay? Vergiss es! Leon! Ja.
Ja, für 200 Personen. Ja, gut. Mit 2000 Stück sollten wir auskommen. Ja, für die Nachtische alles wie besprochen. Und Lilien. Dankeschön. Nur wenn Sie Casablanca haben, ja? Und bitte die Lilien nur im Außenbereich. Und, Herr Wurmitzer, nicht vergessen die essbaren Blüten fürs Buffet. Kapuzinerkresse, Gänseblümchen, Salbei und so weiter. Danke, ich kann mich auf Sie verlassen. Adieu. Werden 20 Mann Sicherheitsdienst genügen? Bei Philipps Paranoia? Natürlich reicht es. Das Grundstück lässt sich doch ganz einfach abriegeln. Keine Chance für Paparazzi. Rosemarie, ich bin sehr froh über deine Hilfe. Ach, du hast doch genug zu tun mit deiner Firma und ich habe schon so viele Feste in meinem Leben ausgerichtet. Oh, Karl, gut, dass Sie kommen. Karl, wir sind am Nachmittag wieder zurück. Bitte sorgen Sie dafür, dass niemand auf diesem Tisch etwas anrührt. Das ist unsere Kommandozentrale. Selbstverständlich. Ich werde dafür sorgen, dass der Raum in Ihrer Abwesenheit abgeschlossen ist. Wunderbar. Jana? Ja? Wo ich Sie gerade sehe, könnten Sie bitte die Räume, die Sie mit den Kindern benutzen, wieder in ordentlichem Zustand verlassen? Im Allgemeinen tue ich das. Gestern lagen benutzte Badetücher im Wohnzimmer. Frau Mertens hat die leider vor mir entdeckt und mich darauf aufmerksam gemacht. Das war mir sehr unangenehm. Es kommt nicht wieder vor. Gut, dann wollen wir den Vorfall vergessen. Leon hat Riesenfortschritte gemacht. Ich würde ihn gerne für das Turnier nächste Woche anmelden. Machen Sie das, ich werde es seinem Vater sagen. Das interessiert ihn nicht. Warum nicht? Er war noch nie beim Training. Weißt du, was wir machen? Wir fragen ihn einfach, ob er kommt. Guten Abend. Ich muss zurück, ich habe zu tun. Ach, ein paar Minuten werden Sie schon haben. Ich kann nicht. Sie wollen nicht? Bei meiner Bewerbung wurde ich darauf hingewiesen, dass vom Personal korrekte Umgangsformen erwartet werden. Aha. Deswegen reden Sie jetzt nicht mehr mit mir? Sie sind mein Arbeitgeber, ich bin Ihre Angestellte. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ist sonst irgendwas? Ja. Eine Sache würde ich Ihnen gerne noch sagen. Ja? Sie lassen Ihre Kinder im Stich. Bitte? Ihre Kinder haben keine Mutter mehr. Und Sie haben einen Vater, der keine Notiz von Ihnen nimmt. Und das können Sie in der kurzen Zeit beurteilen, ja? Ja, das kann ich. Jetzt lehnen Sie sich etwas weit aus dem Fenster. Leon und Sophie haben das Gefühl, dass Sie Ihnen gleichgültig sind. Das können Sie mir in Ruhe sagen, dann werde ich mit den Kindern reden. Hören Sie, ich habe keine Lust, mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Aber Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Da haben Sie recht. Ihre Welt ist mir völlig fremd. Nur für Ihre Planung, Jana. Heute Abend 19 Uhr, Abendessen für die ganze Familie. Ich sorge dafür, dass die Kinder rechtzeitig fertig sind. Sie auch.
Herr Mertens hat mir eine diesbezügliche Anweisung erteilt. Ich denke, das bringt seine außerordentliche Wertschätzung für Sie zum Ausdruck. Spiel nicht mit dem Essen, Sophie. Wir starten jedenfalls den neuen Duft mit einer Riesenkampagne. Dein Vater fand es immer vernünftig, sich auf Schmuck und Uhren zu beschränken. Dass Vater mein großes Vorbild war und ist, das weißt du, Mutter. Aber die Anforderungen des Marktes haben sich geändert. Viele Schmuckhersteller haben mittlerweile eigene Duftlinien. Ja, wir verkaufen ja nicht nur Schmuck. Wir verkaufen Schönheit, wir verkaufen Luxus, Exklusivität. Wir verkaufen Träume. Und in diese Philosophie passt unser Parfum ausgezeichnet. Schatz, das hast du wunderbar gesagt. Ich würde dir sofort unsere Marketingabteilung anvertrauen. Ein gutes Produkt muss Emotionen wecken. Man kann auch von einer billigen Uhr die Zeit ablesen, aber eine Mertens-Uhr, die verleiht dieses spezielle Gefühl. Nicht zu vergessen die Qualität. Natürlich. Ich gehe übrigens davon aus, dass alle Mertens-Frauen nur noch unser Parfum benutzen. Ja? Na, bevor ich mich dazu verpflichte, muss ich es erst einmal ausprobieren. Der Duft wird dich überzeugen, Mutter. Mm. Schmuck und Parfum sind eine perfekte Symbiose. Was ist eine Symbiose? Das kann dir Fräulein Berger erklären. Symbiose kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zusammenleben. Ursprünglich ist es ein Begriff aus der Biologie und erklärt das Zusammenleben zweier Arten zum gegenseitigen Nutzen. Danke, Fräulein Berger. Lass uns doch nach dem Fest nach Saint-Tropez fahren. Jean-François und die anderen sind auch dort. Hat er nämlich kein Büro. Gute Idee. Ich kann hier bleiben und mich um die Kinder kümmern. So seid ihr zwei ungestört. Das wird nicht gehen. Da startet doch die Kampagne für das Parfum. Also im Delegieren war dein Vater eindeutig besser als du, Philipp. Sein Privatleben war ihm heilig. Ja. Damals hatten wir auch noch keinen einzigen Laden außerhalb Österreichs. Mittlerweile sind wir in ganz Europa vertreten. Und wenn Peters Pläne aufgehen, eröffnen wir diesen Herbst mit 18 Läden in den USA. Ist es dein Ernst? Ja. Ich meine ja nur, dass ihr euch genug Zeit füreinander nehmen sollt. Das ist so wichtig für eine Beziehung. Wir buchen Mutter als Eheberaterin. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, wenn Philipp keine Zeit hat, dann fahren wir beide eben nach Saint-Tropez. Du solltest es ihm nicht zu leicht machen. Ah, entschuldigt mich bitte. Oui? Anne-Marie? Ich finde es sehr schön, wenn die Familie zum Abendessen zusammenkommt. Darauf habe ich auch immer großen Wert gelegt. Ich weiß. Ja. Ich verstehe nur nicht, was das Kinderfräulein dabei zu suchen hat. Mit gleichem Recht könnte Elisabeth bei Tisch sitzen. Aber Elisabeth würde sich doch nicht wohlfühlen. Ja, sie weiß eben, wo ihr Platz ist. Hierarchien gibt es nicht ohne Grund. So vermeidet man unnötige Konflikte. Dein Vater hat stets darauf geachtet. Ich weiß, dass Vater immer alles richtig gemacht hat. Nur er ist seit 20 Jahren tot. Und für mich gehört eine Kinderfrau zur Familie. Im Anhang befinden sich alle Infos zur Mertens Verlobung. Die Gästeliste ist das reinste Who's Who. Ihr werdet begeistert sein. Du musst auf Fahrt kommen. Papa will mit ins Eis essen gehen. Ich komme. Seid ihr bereit? Und? Ja. Musst heute gar nicht arbeiten? Nein, hab mir freigenommen. Das kannst du ja auch. Bist du Chef? Kannst du freinehmen, wann du willst. Naja, ganz so leicht ist es nicht, aber einmal kann man das machen. Das Tennisturnier? Da werde ich mir nochmal freinehmen. Wann ist denn euer Training? Morgen. Na gut. Dann werde ich vorbeikommen und sehen, was ihr so drauf habt, hm? Danke. Denk doch mal nach, was wir sonst noch in den Ferien machen können. Wasserspielen, Monopoly, Wettschwimmen, Charade. Ja, ich glaube, da herrscht Nachholbedarf. Ja, sieht ganz so aus. Ich dachte aber eher an etwas Besonderes, etwas, was man nicht jeden Tag macht. Wir wissen was. Und? Segeln. Und dann auf dem Boot übernachten. Aber Jana muss auch mitkommen. Aha. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Also gut. Ein Segelturn mit Übernachten in der Bucht. Ist das fest versprochen?
Ja. Ein Versprechen darf man nicht brechen, oder? Niemals. Mit Handschlag, dann gilt's. Hat sich da mal jemand beschwert, dass ich zu viel arbeite? Entschuldige. Es kommt nicht wieder vor. Ich weiß ja, wie das ist. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer noch keinen richtigen Draht zu den Kindern. Was mache ich denn falsch? Gar nichts. Die müssen sich erst an dich gewöhnen. Das braucht Zeit. Vielleicht sollten wir mehr zu viert unternehmen. Ja. Gute Idee. Morgen? Ja. Mal Jana fragen, was sie geplant hat. Frag doch die Kinder, wozu sie Lust haben. Und Jana kann sich mal einen Tag frei nehmen. Gut. Sie sollten an Ihrem freien Tag was unternehmen, Jana, anstatt hier bei uns rumzusitzen. Geh nachher noch schwimmen. Ach, fahren Sie doch mal nach Milstadt rein. Junge Leute tanzen doch gerne. Wann waren Sie denn das letzte Mal tanzen? Mir fehlt der passende Partner. Wieso? Was ist mit Karl? Um Gottes Willen, wir würden uns doch nur streiten, wer führt. Karl und ich, wir sind zwei richtig alte Knochen. Aber Karl würde sich bestimmt darum reißen, mit Ihnen zu tanzen. Ich wäre bestimmt kein adäquater Tanzpartner für Jana. Schon alleine wegen der mangelnden Kenntnis der heutigen Tänze. Das kann ich mir allerdings gut vorstellen. Wenn Sie auf dem Tanzparkett so steif sind wie... Naja, lassen wir das. Ja, lassen wir das. Außerdem hat Jana sowieso einen netten jungen Freund. Nein, habe ich nicht. Ah, Kinder! Schaut mal. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein böhmischer Rubin. Ein bitte was? Das ist eigentlich ein Granat. Der wird hier im Millstätter See abgebaut. Und wir verarbeiten den dann. Wenn man diesen Stein schleift, dann sieht er so aus. Cool. Gut, ne? Und warum heißt er dann böhmischer Rubin? Er wurde früher nach Böhmen exportiert und wurde dort geschliffen. Stimmt doch, Schatz, oder? Hey. Wollt ihr den haben? Warst du schon mal auf einer Hochalm? Nein, aber es ist schön hier. Mögt ihr wandern? Geht so. Weil ich dachte, weil ihr es vorgeschlagen habt. Philipp? Ja. Es tut mir sehr weh, wie die beiden mich ablehnen. Lass uns bitte umkehren.
Hallo? Lange nichts von Ihnen gehört. Weil es nichts zu berichten gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sitzen doch an der Quelle. Ein ausführlicher Bericht über das glückliche Paar wird doch wohl drin sein. Ich muss aufhören. Gut, dass Sie hier sind, Fräulein Berger. Könnten Sie die Kinder zum Tennistraining fahren? Ich dachte, ich hätte heute frei. Es wäre nett, wenn Sie die Kinder fahren könnten. Selbstverständlich. Hallo. Schön, dass Sie noch gekommen sind. Ich glaube, es ist Leon wirklich wichtig. War ja ganz gut, dass Sie mich ein wenig wachgerüttelt haben. Wissen Sie, Geld ist mir nicht so wichtig, wie Sie vielleicht glauben. Das kann man leicht sagen, wenn man genug davon hat. Es kommt doch darauf an, was man damit macht. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ein großer Teil meines Vermögens in eine Stiftung fließt. Zugunsten benachteiligter Kinder. Nur halte ich da meinen Namen raus. Und Sie sollen auch wissen, dass ich nach dem Tod meiner Frau mich vielleicht zu sehr in die Arbeit gestürzt habe. Damals für mich allerdings die einzige Möglichkeit, weiterzumachen und zu überleben. Trotzdem habe ich mir eingebildet, ein guter Vater zu sein, weil ich Leon und Sophie über alles liebe. Ich hätte das einfach nicht sagen sollen. Doch, doch. Ich war zu wenig da für meine Kinder. Das haben Sie mir klargemacht und dafür danke ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Danke. Ich bin auch gerne hier. Schön. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Klar. Sie sprechen noch Englisch, oder? Ja. So richtig gut? Ja. Am Freitag erwarten wir Peter Vermont, ein Geschäftsfreund aus den USA. Und wie ich Peter kenne, wird ein Abendessen mit der Familie einem langweiligen Geschäftsessen vorziehen. Und? Naja, ich weiß nicht. Peter spricht nur Englisch und ich weiß nicht, wie viel die Kinder von der Konversation verstehen werden. Sie müssen ein bisschen übersetzen und dafür sorgen, dass die beiden nicht vor Langeweile einschlafen. Mach ich gerne. Danke. Nur der Rahmen ist diesmal etwas festlicher als sonst. Tja, ich fürchte, da habe ich nichts Passendes dabei. Der wird sich eine Lösung finden lassen. Hallo? Ich bin's, Nele. Du, wir haben Päckchen an dich rausgeschickt mit deiner Kamera für die Fotos von der Verlobungsfeier. Die ist so winzig, die kannst du problemlos überall verstecken und macht super Fotos. Aha. Und jetzt pass auf. Wagner will nach der Verlobungsstory noch eine Geschichte über deine Erlebnisse als Kindermädchen bringen. Philipp Mertens wird uns sofort verklagen. Wenn er jemand verklagt, dann nicht uns, sondern das Magazin. Was ist denn los mit dir? Das ist deine große Chance. Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen. Was? Er vertraut mir. Ja, umso besser. Ich fühle mich wie Brutus. Im Gegensatz zu Cäsar wird Philipp Mertens überleben. Und er kann sich mit seiner Verlobten und seinem vielen Geld wunderbar trösten. Er ist ganz anders, als ich gedacht habe. Er hat das nicht verdient. Du rammst ihm kein Messer in den Rücken, du schreibst nur einen Artikel über ihn. Jana? Jetzt sag nicht, dass du dich in ihn verliebt hast, bitte. Ich weiß nicht, was zwischen euch beiden läuft, aber der Mann ist vergeben. Er wird eine Tussi heiraten, die genauso reich ist wie er. Aschenputtel ist ein Märchen. Ich begrüße meine Lieblingsfrauen. Mutter. Julie. Hallo, Schatz. Magst du auch ein Glas? Ja, danke. Du, wir fahren morgen früh nach Spital. Sollen wir dir irgendwas mitbringen? Nein, danke. Die Änderungen an Julies Kleid sind fertig und sie muss es noch einmal anprobieren. Aha. Ah, könntet ihr für Jana ein Kleid besorgen?
Sie hat für das Abendessen mit Peter nichts Passendes dabei und ich würde ihr gerne aus dieser Verlegenheit helfen. Mutter, wenn ich ihr Geld in die Hand drücke, dann wird sie es nicht nehmen. Der ist zu warm. Wir sehen uns beim Abendessen. Langsam geht mir dieses Kindermädchen auf die Nerven. Ja, aber ich bitte dich. Jemand vom Personal ist doch keine Konkurrenz für dich. Und wir werden schon etwas Passendes zum Anziehen für dieses Fräulein finden. Hm? Verzeih, wenn ich dich störe, aber ich muss kurz mit dir sprechen. Was gibt's, Mutter? Ich weiß, es klingt absurd, aber Julie scheint eifersüchtig auf das Kinderfräulein zu sein. Dazu gibt's keinen Anlass. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Julie und du, ihr seid wie füreinander geschaffen. Kommt aus dem gleichen Stall, ihr teilt dasselbe Wertesystem. Das Geheimnis einer guten Ehe, das sind die Gemeinsamkeiten. Dein Vater und ich... Mutter, den Wert gesellschaftlicher Tradition hast du mir bereits als Kind eingehämmert. Falls es dir entgangen ist, ich bin mittlerweile erwachsen und ich würde es sehr begrüßen, wenn du dich aus meinem Privatleben raushältst. Machen wir das so? Mit Julie kannst du dich glücklich schätzen. Darauf wollte ich dich nur hinweisen. Das weiß ich selbst. Ich danke dir trotzdem und wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss weiterarbeiten. Alles reine Erfindung. Ich kenne diese Leute. Kein Wort in diesem Artikel ist wahr. Sie sollten so einen Schund nicht lesen, Elisabeth. Ach, Karl. Ich weiß Ihre Fürsorge wirklich sehr zu schätzen, aber was ich lese, bestimme immer noch ich. Diese Schreiberlinge sollten sich schämen. Tun sie ja vielleicht auch. Man muss nicht an die niederen Instinkte der Menschen appellieren. Kein Mensch wird gezwungen, so etwas zu schreiben. Aber Journalisten müssen auch ihre Miete bezahlen. Gerade Journalisten sollten ein Gewissen haben und sich nicht für so etwas hergeben. Was ist denn, Jana? Sie haben doch irgendwas. Wenn es Schwierigkeiten gibt, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Schön wär's. Also, jetzt wird erst mal zu Ende gefrühstückt. Dann sieht die Welt wieder ganz anders aus, hm? Sie sind wirklich nett zu mir. Irgendjemand muss Sie ja ein bisschen bemuttern. Wissen Sie immer, was richtig ist und was falsch? Ja, also das weiß doch nun im Grunde jeder. Wozu hat der Mensch ein Gewissen? Er muss nur drauf hören. Willst du diese Verlobung wirklich? Was ist das denn für eine Frage? Vielleicht willst du ja nur einen Herzenswunsch deiner Mutter erfüllen. Julie. Du glaubst doch nicht, dass ich mich verlobe, um meiner Mutter einen Gefallen zu tun. Warum willst du diese Verlobung? Weil wir uns sehr gut verstehen, weil wir uns respektieren. Und weil wir gute Freunde sind. Das klingt so abgeklärt. Ja, das ist es vielleicht ja auch. Ich meine, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Mag sein. Aber du sollst wissen, dass ich mich mit ganzem Herzen auf ein Leben mit dir freue. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich mir erlaubt habe, Ihnen für den heutigen Abend etwas Passendes zum Anziehen zu besorgen. Jana, bitte, riskier nicht deine Karriere wegen einem Typen, der eine andere heiraten wird. Ich kann nie wieder in den Spiegel schauen. Du machst einen riesen Fehler. Der größte Fehler war, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Sag mal, denkst du an die Konsequenzen? Ist mir doch egal. Jana, bitte. Gib dir keine Mühe, du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Außerdem brauche ich deine Hilfe, du musst das Material löschen, was ich dir geschickt habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich weiß, dass es zu viel verlangt ist, aber bitte, bitte, tu es für mich.
Jana, ich riskiere meinen Job, wenn ich das mache. Und dann will ich gar nicht erst denken. Ich schmeiß sowieso hin, aber das Zeug muss verschwinden. Du bist verrückt. Machst du's? Unter Protest. Das vergesse ich dir nie. Muss die Zusammenarbeit leider vorzeitig beenden. Kann die Berichterstattung über die Verlobung nicht übernehmen. Tut mir leid, Jana. Why is there always applause in the end? Wow. Peter, would you please meet my children? Sophie and Leon? Hi, kids. How are you? Fine, thank you. How are you? Oh. This is our nanny. Miss Jana Berger, Mr. Peter Vermont. It's a pleasure to meet you, sir. My pleasure. What a shame my kids don't have your age anymore. I'm kidding. Vielen Dank für das Kleid. Ich musste es leider umtauschen. Das war nicht meine Größe. Sie sehen auch in diesem Kleid bezaubernd aus, meine Liebe. Ich hab's mir fast gedacht, dass ich sie hier finde. So ein schöner Abend. Es ist viel zu schade zum Schlafen gehen. Ich wollte mich bedanken. Sie haben das heute Abend ganz wunderbar gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht. Störe ich? Man stolpert allerorts über Jana. Sie ist bemerkenswert präsent. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich fühle mich nicht besonders. Ich schlafe im Gästezimmer. Julie. Was? Nichts. Ich glaube, du solltest dir über einige Dinge klar werden. Mach's besser. Okay. Beine gerade lassen, sage ich nur. Mein Freund Peter hat mich zum Essen eingeladen nach Millstadt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mich begleiten würden. Es wäre eine gute Gelegenheit, Ihr umwerfendes Kleid noch mal auszufüllen. Gerne. Sagen wir 20 Uhr? Dann bis um 8. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen. So wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. First experience here in Europe, you know? Yeah, she knows exactly what I mean. Wollen wir tanzen? Gerne. Ihr entschuldigt uns? You excuse us? We can dance. Sure. Have fun. Thank you.
sehen hinreißend aus. Hör auf. Hey! Geben Sie das her! Was ist da los? Hör mit der Kamera. So, jetzt raus da. Lassen Sie es nicht mehr blicken. Entschuldigung. Wir gehen. Warum sind Sie so allergisch gegen die Presse? Ich habe nichts gegen die Presse im Allgemeinen. Nur gegen diesen Boulevardjournalismus. Klatschreporter sind das Allerletzte. Die gehen über Leichen. Sie übertreiben. Nein. Ein Freund aus meiner Studienzeit war Sohn eines Politikers und homosexuell. Die Klatschpresse hat davon Wind bekommen und ihn so lange gejagt und in die Enge getrieben, bis er sich umgebracht hat. Und seitdem reagiere ich auf diese Art von Enthüllungsjournalismus etwas paranoid. Bis jetzt ist es mir zum Glück gelungen, diesen Klatschreportern aus dem Weg zu gehen und nicht in diesen Gazetten aufzutauchen. Aber ich bin so gerne mit dir zusammen. Nimmst du eigentlich gar keine Rücksicht mehr, Julie? Mutter, wenn du was zu sagen hast, dann sag es und ergeh dich nicht in Andeutungen. Es ist doch ein Affront für sie, wenn du mit dem Kinderfräulein ausgehst. Das ist meine Sache. Noch nicht ganz. Du hast eine Verpflichtung deiner und Julies Familie gegenüber. Philipp, ich spreche mit dir. Mutter, ich habe dir schon mal gesagt, halte dich aus meinem Privatleben raus. Wenn du dir vor der Ehe noch eine kleine Affäre gönnen musst, dann kannst du das auch taktvoll handhaben. Vielleicht hast du ja diesen Hang zum Personal von deinem Vater geerbt. Aber der war wenigstens diskret. Mutter, ich will's gar nicht wissen, was Vater getrieben hat. Und hör endlich auf, mich mit ihm zu vergleichen. Wir möchten nicht gestört werden. Was gibt's, Jana? Ich kündige. Was? Wir akzeptieren Ihre Entscheidung selbstverständlich. Nein, tun wir nicht. Jana, das geht nicht. Ich meine, die Kinder haben sich an dich gewöhnt. Sie mögen dich. Das kannst du jetzt nicht machen. Es tut mir leid. Bitte bleib. Was ist denn
los, Jana? Jana, was ist denn? Können wir irgendwie helfen? Das ist lieb, aber ich hab gekündigt. Wenn es irgendwie Ärger gibt, ich kann sicher vermitteln. Ich fürchte, da können Sie auch nichts ausrichten, Karl. Ich glaube, sie hat sich verliebt in den Falschen. Oh. Ja, ich hab's kommen sehen, ehrlich, aber seine Erfahrung muss nun mal jeder selber machen, auch wenn sie noch so wehtun. Oh, meine Süße. Es hat nichts mit euch zu tun, es ist privat und jetzt mach auf! Aber wir wollen kein anderes Kindermädchen! Mein Vater soll den Gehalt erhöhen! Aua! Hey! Lass ihn nicht einfach weg! Ich hab euch wirklich lieb, aber es geht nicht. Der Segelturm! Du musst doch mit uns segeln gehen! Das hast du versprochen und ein Versprechen darf man nicht brechen, das hast du selbst gesagt! Ja, da hast du recht. Ich lasse euch allein. Ich nehme an, du weißt, warum ich mit dir reden will. Ja. Gott, ist das schwer. Ich will dich nicht verletzen. Aber du tust es. Jana. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Wenn du zurückkommst, bin ich schon weg. Ich besuche meine Freundin Saint-Tropez. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Was meinst du? Dass du so romantisch bist, dich knallauf zu verlieben. Ich bin da anders. Ich verliebe mich nur, wenn ich es zulasse. Du sollst glücklich sein. Weiß, was los ist. Papa hat sich in Jana verknallt. Aber er will doch den Juli heiraten. Eben, das ist das Problem. Deshalb geht Jana weg. Meinst du wirklich? Ja, sicher. Und hast du eine Idee? Hab ich. Was denn? Wir brauchen die Elisabeth. Wo sind die Kinder, Elisabeth? Bitte? Die Kinder? Oh, die sind in der Kajüte. Danke, Elisabeth. Viel Spaß. Die Kinder sind nicht an Bord. Was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das schon. Würdest du mir das bitte erklären? Jana, die Kinder wollen, dass wir alleine sind. Lass uns umdrehen. Hör zu. Wenn ich dich noch einmal bitte zu bleiben, wenn du es wissen willst,
Julie und ich, wir haben uns getrennt. Was? Ja. Ich muss dir was sagen. Sag mir einfach, dass du bei mir bleibst. Von wegen Kinderfräulein. Sie hat sich hier eingeschlichen, um meine heiße Story zu verkaufen. Es hat mich nur einen Anruf gekostet, das festzustellen. Sobald Sie Ihre Sachen gepackt haben, bringt Sie der Chauffeur, wohin Sie wollen. Wir sind sehr traurig, dass Sie gehen. Und diesmal sind wir uns wirklich einig. Ganz einig. Danke für alles. Wir essen erst, wenn Jana wieder da ist. Sie wird aber nicht zurückkommen. Dann essen wir eben nie wieder. Ihr müsst einsehen, dass nicht immer alles nach eurem Kopf gehen kann. Und überhaupt, eure Jana hat uns angelogen. Sie ist überhaupt kein Kinderfräulein, sondern... Jetzt ist aber Schluss! Das ist ein Affentheater!
Ihr werdet diese Entscheidung akzeptieren. Und ich will jetzt keine Diskussion mehr darüber. Und jetzt wird gegessen. Verstanden? Wollen wir noch ein bisschen rausgehen? Ich krieg gar keine Luft vor Sehnsucht, wenn ich an ihn denke. Jana, du musst aufhören, dich zu quälen. Du brauchst jetzt deine ganze Energie, um dein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich krieg in Österreich sowieso keinen Job mehr. Wagner hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Der Typ ist unfassbar. Geht er einfach an meinen Computer und macht sich eine Sicherheitskopie. Das ist wirklich alles komplett schief gelaufen. Jana. Es wird schon wieder. Auf dich. Ich wollte nur sagen, dass ich abreise. Es ist alles erledigt. Das Fest ist abgesagt. Die Gäste alle ausgeladen. Was einigermaßen peinlich war, wie du dir vorstellen kannst. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ja, mir auch. Ich wollte, dass du glücklich wirst und ich dachte eben, Julie sei die Richtige für dich. Ich wäre tatsächlich beinahe glücklich geworden. Mit Jana. Aber du hattest recht. Wie immer. Kannst zufrieden sein. Ich will, dass du die Richtige findest. Egal, wer sie ist. Tatsächlich, ja. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Noch etwas wollte ich dir schon lange sagen. Dein Vater wäre sehr stolz auf dich gewesen. Genauso wie ich es bin. Einen Job. Was? Wo denn? In der Kulturredaktion der Wiener Tageszeitung. Das ist doch perfekt. Der Chefredakteur kann den Wagner nicht leiden. Ich habe also gute Karten gehabt. Ja, das ist doch genau das, was du mal wolltest. Ja. Vor ein paar Wochen hätte ich mich noch richtig drüber gefreut. Jetzt ist es hauptsächlich Ablenkung. Deine Miete kannst du jetzt auch wieder zahlen. Ist auch nicht so schlecht, oder? Ja. Hallo, was darf's sein? Zwei Gläser Prosecco? Gerne. Okay. Ich freue mich für dich. Kann ich noch etwas tun für Sie, Herr Mertens? Nein, danke, Karl. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Ja. Wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben dürfte. Ja. Wir bedauern es alle sehr, dass Jana uns verlassen hat. Sie wissen aber auch, warum. Es mag sich vielleicht paradox anhören, aber ich glaube trotzdem, dass sie ein aufrichtiger Mensch ist. Wir mussten uns leider vom Gegenteil überzeugen. Manchmal scheinen die Dinge anders, als sie wirklich sind. Ja, vielleicht. Gute Nacht, Karl. Mit Verlaub, Herr Mertens. Sie sind ein Narr, wenn Sie sie gehen lassen.
Sie hat schön gesagt, Karl. Danke. Was ist denn hier? Es ist spät, ihr müsst ins Bett. Es ist so langweilig ohne Jana. Was hat sie denn eigentlich verbrochen? Ach Kinder, das habe ich euch doch schon erklärt. Es ist doch kein Verbrechen, wenn man kein Kindermädchen ist. Sophie. Sie hat doch nichts wirklich Schlimmes gemacht. Doch. Was Jana getan hat, ist ein ganz großer Vertrauensbruch. Und das ist unverzeihlich, das geht nicht. Jana ist nicht böse, du magst sie doch auch. Du hast sie einfach rausgeschmissen. Das ist unfair. Wir wollen sie zurückhaben. Du musst wenigstens mit ihr reden. Ja, musst du. Freiwillig hier. Ich habe den Kindern versprochen, noch mal mit dir zu reden. Gute Idee. Du hast mir keine Gelegenheit gegeben, mich zu rechtfertigen. Jana, es hat noch nie jemand mein Vertrauen so missbraucht wie du. Lass es mich erklären. Komm rein. Du hast mich angelogen. Ich habe dich nicht angelogen. Das sehe ich aber anders. Also gut. Ich bin Journalistin. Ich habe mich wirklich bei dir eingeschlichen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Ich habe sogar das Material gelöscht, aber es war zu spät. Du hattest doch für diese Zeitschrift gearbeitet. Nein, ich habe gekündigt. Warum? Weil ich mich in dich verliebt habe. Ich wollte dir das schon alles erklären, als wir segeln waren, aber bin nicht mehr dazu gekommen. Das, was du zu mir gesagt hast, dass du mich... Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Sicher? Ja. Ressort der Wiener Tageszeitung. Oh, was ganz Seriöses. Das musst du machen. Das muss ich machen. Das ist genau das, was ich immer wollte. Na gut, dann brauchen wir jetzt ein richtiges Kindermädchen.